Man muss sagen, wenn man schaut an die Europa, an die Geopolitik, an die Geschichte, man muss ganz klar sagen, was ist Europa? Europa ist auch nicht vom Himmel gefallen. Ja. Natürlich, das war Produkt der geschichtlichen Katastrophe. Ohne solch eine Katastrophe wie war der Zweiten Weltkrieg, das war unmöglich. Ja. Zusammenarbeit mit Frankreich, Montanunion und ähnliche Sachen. Ja. Also es gibt Geopolitik, es gibt Geografie, es gibt natürlich Demografie, aber es gibt auch Geschichte. Und geschichtliche Prozesse sind nicht lenkbar. Das ist sehr wichtig zu wissen. Man kann natürlich etwas moderieren, das ist möglich. Man könnte auch manchmal etwas entscheiden, aber im Prinzip geschichtliche Prozesse sind nicht lenkbar. Es gibt natürlich verschiedene Probleme, welche sehr komplex sind und im Prinzip global sind. Ja. Es ist zum Beispiel Klimawandel. Es ist ganz klar, dass es Klimawandel gibt. Es ist auch ganz klar, dass wir haben nicht genug Zeit. Und es ist auch klar, dass nur die zwischenstaatliche Kooperation ist nicht genug effizient, damit wir so etwas bewältigen können. Europa hat entwickelt ein System von supranationalen Methoden, europäische Integration. Und diese Integration zeigte sich sehr effizient für die Fragen, welche sie lösen sollte. Und Klimawandel ist solch eine Frage. Die Europäische Union ist ein Produkt der Geschichte und für uns Europäer ist es ein Werkzeug, mit welchem wir verschiedene komplexe Fragen bewältigen können. Ohne das Werkzeug unmöglich. Also wir müssen natürlich Gesamtlage und Gesamtkonzept der Ökonomie und Gesellschaft überdenken. Und wenn ich an Europa denke, dann denke ich nicht an Festung Europa oder an Ziste Europa, sondern an Zelle Europa. Das heißt, die Zellen haben ihre Membranen, sie sind spezifisch, aber trotzdem sind im Kontakt mit der Umgebung. Also das heißt, wir können uns nicht isolieren, aber wir natürlich können sehr viel gestalten. Afrika ist Teil von Europa oder Europa ist Teil von Afrika. Also das heißt, wir müssen mit der Afrika sehr viel kooperieren. Und das ist unmöglich ohne Europäische Union. Unmöglich. Und wenn wir es nicht schaffen, dann wird es sehr kompliziert. Wir müssen wirklich zusammenarbeiten, weil ohne diese Zusammenarbeit ist keine wirkliche Lösung für diese großen Fragen möglich. Und wenn man nicht multilateral handelt, dann kommt Realpolitik und Realpolitik ist schrecklich. Das ist ganz klar. Das heißt, Macht gegen Macht, nichts anderes. Wenn man nicht verhandelt im Rahmen von Multilateralismus, dann kommt ein Krieg. Wenn Europa nicht effizient sein wird, dann kommt irgendein Tipp von Krieg.